recht herzlich bedanken. Ich danke aber auch den Mitarbeiterinnen der Verwaltung, den ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Ganz besonders möchte ich den Menschen danken, die mich in den 4 Wochen jetzt so fantastisch unterstützt haben. Ich denke, ohne diese Unterstützung wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich das heute bin. Und ich hoffe, dass wir weiterhin einen fairen Wahlkampf führen können. Und ich bitte weiter um Unterstützung. Und am 9.9. werden wir dann sicherlich einen neuen Oberbürgermeister der Stadt machen. Vielen, vielen Dank.